Wie kommen wir von unserer Idee Schritt für Schritt zu unserem Medienprodukt? Das wollen wir in diesem Kapitel beantworten. Wir betrachten das aus zwei Kontexten. Wie kommen Sie zu Ihrem Medienprodukt Schritt für Schritt? Also wenn Sie ein Video oder Audio für Ihre Schülerinnen und Schüler erstellen wollen? Und welche Rolle spielen diese verschiedenen Schritte, wenn Schülerinnen und Schüler selber Videos erstellen? Am Anfang steht immer eine Idee, ein Thema oder eine Frage. Damit wir diese Idee, das Thema oder die Frage in einem Audio und Video unterbringen können, müssen wir das Thema herunterbrechen. Wir müssen es visualisieren und verbalisieren. Wie gelingt uns das? Zunächst einmal sollten wir aufschreiben, was wir machen wollen. Schreiben Sie Ihre Idee nieder in einem Exposé oder einem kurzen Essay. Gerade wenn Schülerinnen und Schüler Videos erstellen, ist das ganz wichtig, um eine erste Feedbackschleife durchführen zu können. Anschließend sollten Sie sich überlegen, wie Sie Ihre Idee konkret umsetzen wollen. Das kann in Form eines Skripts sein, eines Drehbuchs oder mein Tipp im Lernkontext mit Hilfe eines Storyboards. Was ist ein Storyboard? In einem Storyboard können sowohl die Art der Visualisierung durch kleine Skizzen und Zeichnungen als auch die Verbalisierung und die Aktion festgehalten werden. Sie können damit, wenn Schülerinnen und Schüler ein Video erstellen, nicht nur am Ende das fertige Medienprodukt in Feedback und Bewertung mit einbeziehen, sondern auch schon den gesamten Prozess. Ein Storyboard ist also eine Art Prozesssicherung. Wir haben Ihnen unter diesem Video auch Vorlagen für Storyboards verlinkt. Diese stehen unter einer CC0-Lizenzierung. Das heißt, Sie dürfen diese Vorlagen beliebig nutzen, verbreiten, kopieren und natürlich auch verändern. Bevor Sie dann richtig loslegen, sollten Sie sich auch noch Gedanken um den Drehplan machen. Das muss jetzt nicht exakt ausformuliert werden, aber haben Sie ein erstes Gefühl dafür, wie lange es dauern könnte, das Video, das Audio tatsächlich zu produzieren, zu bearbeiten und zu verändern und dann auch zu veröffentlichen? Im Kapitel zum Thema Postproduktion habe ich dann auch noch mal ein paar Tipps, wie Sie die Postproduktion möglichst gering halten können. Aber den ersten Tipp möchte ich hier direkt weitergeben. Stecken Sie lieber in die Planung Ihres Medienproduktes etwas mehr Zeit rein und sparen Sie sich dadurch am Ende viel Zeit in der Postproduktion.